Yo Leute, was geht ab? Sam Fit in the building. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Heute geht's weiter mit der 5er-Serie. Ich habe euch im letzten Video die 5 besten Back-Exercise gezeigt in meinem Pull-Workout. Heute zeige ich euch die besten 5 Übungen für die Schulter, um eine schöne, starke und massive Schulter aufzubauen und um euch auch so ein paar Tipps mitzugeben, um verletzungsfrei zu bleiben. Ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt, wir starten mit Dumbbell Press, also mit Kurzhanteldrücken. Oder auch Schulterdrücken genannt. Nein, Leute, wir starten an der Swiss-Maschine. Warum? Weil wir da einen viel besseren Radius haben. Das heißt, wir gehen viel tiefer in die Stretchung. So nach außen soll man es nicht machen, sondern wir platzieren die Ellenbogen so leicht nach vorne, schulterbreit. Oben die Daumen nehme ich immer so als kleine Abmessung. Und dann drücken wir sauber und ordentlich nach oben, Leute. Hier sehen wir es nochmal, hier ist der Radius ein bisschen eingeschränkt, also die Range of Motion. Hier drücken wir zwar super, ich mache die auch super gerne, die Übung, aber hier haben wir einfach viel tiefer die Schulter zu treffen. Klar, wir können auch Schulterdrücken machen, aber ich empfehle euch auf jeden Fall, an der Swiss-Maschine oder auch frei das Ganze zu machen. Das Problem, was wir halt haben, wenn wir frei machen, dann können wir nicht so viel Gewicht bewegen, wie wenn wir es an der Swiss-Maschine machen. Auch hier, wenn ich sie trainiere, dann habe ich immer eine progressive Steigerung. Das heißt, ich starte immer mit Leergewicht, dann 10 Kilo, dann 20 Kilo, dann 30 Kilo und dann am letzten Satz arbeite ich wirklich konzentriert, weil für mich gilt immer Intensität der Muskelstrapazierung über Volumen, sage ich jetzt mal. Deswegen schön sauber und ordentlich arbeiten wollt. Kommen wir zur zweiten Übung und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich die Little Chicken Übung, aber die ist nicht mit in diesem Plan, weil diese Übung ist bei Seitheben auf jeden Fall nicht gemeint. Für gezielt die seitliche Schulter, die erste Übung jetzt davor, die war für die vordere Schulter. Und die ist jetzt eher gezielt für die seitliche Schulter, Leute. Ich würde jedem empfehlen, macht viele, viele, viele seitliche Übungen für die Schulter, um diesen 3D-Look zu bekommen. Hier haben wir unsere Brust vorne an der Schrägbank platziert. Warum? Weil wir dann keinen Schwung aus der Brust holen, beziehungsweise aus dem Oberkörper, versteht ihr? Deswegen sauber und ordentlich auf die Bank legen, nicht im 90-Grad-Winkel die Bank einstellen, sondern so im 70-75-Grad-Winkel. Und dann arbeitet ihr sauber und ordentlich aus der Schulter raus. Lasst die Arme auch mal hängen und kriegt erstmal so ein Gefühl dafür, spannt eure Schulter an und dann arbeitet sauber und bedenkt bitte nicht in diesem Radius hier spielen. Das heißt nicht die Schulter bis hier hochziehen, weil das, was hier stattfindet, das ist für die Schulter extrem ungewohnt und dann kriegt ihr Verletzungen. Ich kenne einen Haufen Leute, die trainieren 2-3 Minuten irgendwie einen Muskel und haben dann direkt Schulterschmerzen, egal was sie machen, weil sie die Übungen halt falsch machen. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr Seitheben macht oder irgendwas, dann guckt, dass die Schulter der höchste Punkt ist. Immer wichtig ist auch Brust raus, dann Schulter, dann kommt der Ellenbogen und dann erst das Handgelenk. Das heißt, es taucht ab, versteht ihr? Auch nicht so, sondern so. Der Ellenbogen ist relativ gleich, also wie eine Linie, versteht ihr? Ja, nur mal so am Rande, falls ihr euch fragt, warum habe ich Schulterschmerzen? Kommen wir zu der Top 3 meiner Top 5. Und hier haben wir eine Übung, die habe ich jetzt nochmal so für mich entdeckt. Die letzten 4 Trainings habe ich die mal mit eingebaut und habe wirklich so ein Fazit gesammelt, sage ich jetzt mal. Also wollte wirklich mal so diese Intensität dieser Übung testen. Durch diese Kreuzausführung extreme Spannung in der Schulter haben. Also die komplette Range oder die komplette Stretchung, die liegt einfach in der Schulter, Leute. Deswegen ist das hier meine Top 3. Von den 5 Übungen, die ich für euch ausgesucht habe. Allgemein Schulter seitheben für die seitliche Partie ist absolut wichtig. Viele Leute haben so diesen Stand von so Boxern, also ihr kennt es halt von Boxern, die haben dann so diese Schulter nach vorne und dann so abgetaucht und deswegen konzentrieren wir uns hier in dem Workout viel auf die seitliche Schulter und auf die hintere, Leute. Macht nicht viel für die vordere, da ist genug bei der Brust, wenn ihr die Brust trainiert, habt ihr genug vordere Schulter mit drin. Wir spezialisieren uns hier auf die seitliche und auf die hintere Schulter. Hier kommen wir auch wieder zu einer Übung, zu der 4. Übung in meiner Top 5. Und das ist nochmal so für die hintere Partie. Hier sehen wir auch, die hintere Partie spannt sich super an. Wir haben auch die Griffe nicht fest mit der Hand, weil es ist immer ein anderes Gefühl, wenn wir die Hand schließen. Dann haben wir viel aus dem Unterarm, was wir ziehen, sondern wir haben die Hand offen und ziehen dann viel, viel intensiver aus der Schulter. Hier könnt ihr euch natürlich auch anders platzieren, ihr könnt die Bank ein bisschen was tiefer stellen oder euch auch aufstellen. Hier haben wir es mal im Stand ausprobiert, auch sehr, sehr effektiv, Leute.
Kommen wir zur letzten Übung, Leute, und das ist auch nochmal für die hintere Schulter. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, das wird diese hier sein. Aber nein, Leute, das ist auf jeden Fall nicht diese Übung, weil die ist zu 90% für den Nacken. Also ich spüre die zu 90% im Nacken. Und damit das nicht passiert, ist es auf jeden Fall hier meine Übung, die ich schon seit Jahren auch wieder mit einbaue. Nicht so platziert die Schulterblätter, sondern wir gehen hier an der Maschine ordentlich nach vorne, squeezen die Schulterblätter halt, ich sag jetzt mal, nach vorne, also machen das auf und strecken die Arme komplett durch und machen so einen leichten Katzenbuckel und gehen dann sauber in die Range of Motion. Nicht überdehnen, also geht nicht zu weit nach hinten, sondern achtet drauf, dass ihr nur im Spannungsradius arbeitet. Das waren so die Schulterübungen, die Top 5. Ich hoffe, der eine oder andere kann da was mitnehmen und kriegt auch am Ende so einen Schulterpump hin. Hier sehen wir es auch nochmal, die Schulter ist kugelrund und es hat mir super viel Spaß gemacht, euch hier so einen kleinen Einblick zu zeigen, die besten 5 Übungen, um das nächste Level im Gym zu erreichen. Und gebt weiter Gas, Leute. Achtet auf die Ausführungen, nehmt nicht zu viel Gewicht. Geht erstmal runter, macht mit wenig Gewicht mehr dann Wiederholungen und arbeitet sauber. Gewöhnt eure Muskulatur an diese ganze Sache und wir sehen uns im nächsten Video. Liken, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Peace.